Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, 13. Mai 39. Und wir schauen auf den Währungsmarkt, wie so immer und wie auch natürlich bekannterweise das, worum es hier geht. Und wir sehen hier heute den Euro bislang ein Stück weit vorne. Und der Euro soll aber heute gar nicht im Thema stehen, denn Sie wissen es oder lesen es ja schon an der Headline: Britisch Pfund US-Dollar. Kebel ist heute im Fokus. Warum? Da sehen wir auch relativ schnell. Zum einen die Bewegung der letzten Zeit sehr, sehr imposant. Und dann zum anderen haben wir heute hier, ich führe es mal auf, 10.30 Uhr wieder den Tag der Wahrheit fürs britische Pfund in Anführungszeichen. Hier kommen Konjunkturdaten, die nicht so schwergewichtig sind wie manch andere, gar keine Frage, aber mit Sicherheit beim britischen Pfund Spuren hinterlassen könnten. Schauen wir aber mal zunächst aufs große Bild, der Wochenchart. Sehr, sehr imposant, wie gesagt, was wir hier in der jüngsten Zeit gesehen haben. Die neuen Mehrjahrestiefs, also hier mit Aufgabe des Levels von 1,4820, führten nur kurzweilig zu weiteren Abgaben eines Ziellevels, welches durchaus erreichbar schien, nämlich das Niveau von 1,4240. Wurde nicht erreicht, noch nicht mal annähernd erreicht. Stattdessen hat sich das Währungspaar hier vom April ausgehend stark emporgearbeitet. Hier gab es dann mal Ende April noch eine Art großen Shootingstar, also hier eine große, große Unsicherheitskerze, die jedoch hier sauber relativiert wurde in der Vorwoche. Und aktuell, was sehen wir hier? Wir haben uns über das Widerstandslevel 1,5385 emporgearbeitet, bereits per Wochenschluss in der vergangenen Woche, und jetzt heute sehen wir hier diese imposante Bewegung, das britische Pfund nah am Wochenhoch, hier läuft die Party weiter und das ist sehr, sehr imposant, wie gesagt, und wir laufen jetzt hier auf das nächste Zwischenziel, auf den nächsten Zwischenhorizontalwiderstand bei 1,5751 zu. Schauen wir mal in den Tageschart dazu. Hier die letzten Bewegungen nicht weniger eindrucksvoll, hier diese Ausverkaufskerze von Ende April, beziehungsweise die Bewegungsimpulse, die ja Ende April für diese Ernüchterung sorgten. Aber mit Blick auf den Chartverlauf, hier gerade auf Tagesbasis, sehen wir, dass es hier um eine Art Pullback an diese Trendlinie handelte. Und die wurde sauber bestätigt. Und insofern haben wir jetzt hier in der letzten Woche und auch in der laufenden Woche hier durchgehende Gewinne zu verzeichnen. Allerdings, und da sehen wir hier, sind wir ein Stück weit heiß gelaufen anhand der RSI. Oder anhand des RSI-Oszillators in einer Periodeneinstellung von 14 sehen wir, dass wir hier schon deutlich über 70 notieren. Das ist sicherlich ein Warnsignal, wenngleich in Trendbewegungen die Oszillatoren hier häufig Fehlsignale aussenden. Und insofern sollte man das nicht zwanghaft überbewerten, denn wir haben hier einen starken Trendimpuls laufen, der hier durchaus das britische Pfund noch weiter nach oben führen könnte. Jetzt aber eben hier zum Punkt. Faktisch wäre es nämlich mit den News heute oder mit einer Zwischenkonsolidierung durchaus angebracht, dass, wenn es einen Pullback gibt, hier in Richtung 1,5530, gerade auf Tagesbasis interessant, hier der überwundene Widerstand bei 1,5385 rund, aber hier, das ist ein kurzfristiges Pullback-Level. Sollte das britische Pfund heute oder in den nächsten Tagen auch gern noch nach einem neuen Zwischenhoch hier in diesem Bereich nochmal zurückfallen, das ist das, worauf ich hier hinweisen will, wäre das hier eine hervorragende Chance, um hier im Sinne einer Konsolidierung nochmal auf das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar aufzuspringen. In einem Ausdehnungsfall kommt es vielleicht sogar hier zum Test dieser Trendlinie, aber es deutet sich meines Erachtens hier eine weitere Performance nach oben an, die sich entweder direkt fortsetzt, da ist es natürlich schwierig reinzukommen, oder aber wenn der Markt hier den Gefallen einem tut und hier ein Stück weit zurücksetzt, eine kleine Pause in der Bewegung initiiert, dann scheint das mir hier sehr, sehr interessant für einen weiteren Aufwärtsimpuls nach oben. Also wie gesagt, wenn wir zurückkommen, sollte man hier aufpassen, dass man rechtzeitig einsteigt. Wie gesagt, das Level von 1,5751 haben wir hier dann unmittelbar vorausliegen. Aber ansonsten, aufgrund der Schwäche der vergangenen Monate, lassen sich wirklich markante Widerstandslevels erst viel weiter oben finden. Und da reden wir hier von Niveaus runde Marke 1,60, dann der Preisbereich, die Preiszone um 1,61. Das wären hier die nächsten Kursziele. Aber wie gesagt, wir sind ein Stück weit überhitzt. Rücksetzer wären zu empfehlen, gerade im Sinne dessen, dass der Markt hier nochmal Kraft schöpft, um dann angehend hier sauber nach oben aufzudrehen. Schauen wir hier mal in den Stundenchart. Denn das britische Pfund hat bislang 49 Pips zurückgelegt und auch hier haben wir eine sehr, sehr schöne, saubere Aufwärtsstruktur.
die wir sogar hier mit einer schönen Trendlinie untermauern können. Und da wird wichtig und fällt auf, gerade in Bezug auch zu den Kerzen des gestrigen Nachmittages, dass der heutige Pivotpunkt kurzfristig betrachtet von großer Bedeutung ist. Also das Niveau von 1,5644 lässt sich hier mit den Kerzen vom Vortag und hier vom Vormittag in Verbindung bringen. Wir haben hier einen Horizontalsupport im Einklang dieser Aufwärtstrendlinie, im Einklang des Pivot-Levels. Oberhalb dessen wäre Intraday hier durchaus ein Einstieg zu bevorzugen, um eben hier auf eine weitere Aufwertung zu setzen. Oder aber, wenn wir hier durchgehen, und da könnten 10:30 Uhr die News durchaus dafür sorgen, dann wären hier sicherlich kurzfristig weitere Abgaben zu erwarten. Aber das präferierte Szenario ist jetzt meines Erachtens Trendfolgen weiter hoch. Also oberhalb des Pivotpunktes gehen hier wohl die Bullen weiter in Richtung neuer Verlaufshochs. Aber wir sind überkauft und trendfolgend hin oder her. Wenn es eben hier ein gegenteiliges Signal gäbe, und das wäre unter 1,5644 gegeben, dann würde sich hier die Chance ergeben, hier eben wie auf Tagesbasis schon angesprochen, nochmals preisgünstig in das Währungspaar reinzukommen. Einerseits hier 1,55, 20, 1,55, 30 würde hier diesem Level entsprechen. Da haben wir auch hier den nächsten Horizontalsupport oder dann eben tatsächlich noch eine Etage tiefer, wenn es denn überhaupt dazu kommt. Vielleicht ziehen ja die Bullen auch direkt weiter nach oben durch. Das kann man nie ausschließen, gerade wenn eben, wie Sie sehen, ja die laufende Bewegung sehr, sehr dynamisch ist. Aber wenn man hier Chance-Risiko-Verhältnisse abmisst, dann muss man natürlich sehen, dass man hier unter günstigeren Umständen reinkommt. Gut. Wir sehen auch, 49 Pips im Schnitt bewegt sich das Paar um die 140 bis 150 Pips. Insofern, wenn wir hier den Stundenchart noch mal ein Stück weit aufziehen und wir sehen aktuell, das Tageshoch wurde ausverkauft, dann können wir hier noch mal eine weitere Option in den Markt einführen, und das ist nämlich sehr, sehr interessant im Sinne dessen, dass man hier von einer Intraday-Range, von einer kleinen kurzfristigen Intraday-Range sprechen kann. Wird praktisch das Vortageshoch genommen. Gehen wir also hier über das Hoch der 12-Uhr-Kerze des gestrigen Tages raus, das war 1,5711, dann wäre das ein Kaufsignal, um hier prozyklisch einzusteigen und hier eine weitere Aufwertung nach oben mitzunehmen. Ganz klar, innerhalb dessen 1,57 rund auf der Nordseite und 1,5644, also roundabout 50, 60 Pips. Innerhalb dieser Zone ist das britische Pfund uninteressant. Innerhalb dieser Zone sollte das britische Pfund hier höchstens im 1-Minuten-Chart oder 5-Minuten-Chart für kurzfristige Bewegungen gehandelt werden. Ansonsten hier uninteressant. Warten Sie lieber auf den Ausbruch, wenn er denn erfolgt. Und 10:30 Uhr könnte das eine Impulsindikation dafür geben. Wenn wir hier nach oben rausgehen, wunderbar. Nach unten, wie gesagt, dann haben wir im Prinzip die Möglichkeit, nochmal tiefer reinzukommen in das Währungspaar. Aber hier erstmal neutrale Haltung. Ein Ausbruch dürfte hier, und das ist das Fazit, sicherlich Anschlussmomentum geben. Wir werden uns 10:30 Uhr zu den News nochmal einschalten und das Währungspaar dann nochmal unter die Lupe nehmen. Wenn Sie mögen, schauen Sie dann einfach dort beim JFD Live Trading TV rein, auf dem Desktop einfach platzieren und warten, bis die Sendung 10:30 Uhr oder 10:29 Uhr, also ein Stück weit vorher, startet. Über dem dann auch nochmal der DAX im Fokus. Also, liebe Zuschauer, ich sage erstmal danke fürs Einschalten. Wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.